Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Wir sind wieder beim amerikanischen Outback unterwegs und wir sind bereits in Folge 68 und ich sollte mal die Helfer wieder in Gang bringen hier. Ich stelle gerade fest, ich sollte die nicht nur in Gang bringen, sondern auch aus dem Weg bringen, wie ich hier gerade sehe. Ich glaube, ich bin gerade noch pünktlich weggekommen. Hier steht da 90% Weizen voll. Bevor ich den hier neu ansetze, würde ich sagen, ich hüpfe kurz rüber und mache ihn leer. Das ist, glaube ich, die beste Methode. So. Oh, klappt das mit dem Rohr? Wird dann ein bisschen dranhauen. Hat alles funktioniert. Wunderprächtig. So soll es sein. Ja, der kann noch ein bisschen fahren. Der macht momentan nichts. Ja, den haben wir auf der 3 gestartet. So, wie sieht das jetzt noch aus? Wir haben immer noch den Streifen, der nicht. Also wir müssen gleich irgendwann leider, leider vorspulen ein bisschen. So, Milch und sowas haben wir noch verkauft. Das haben wir leer gepumpt. Ich werde jetzt mal ein bisschen vorspulen, trotz Helfer an, ich weiß. Jetzt kann man natürlich erstmal die Abrechnung, weil wir kriegen jetzt, der Punkt ist, die Jungs arbeiten ja nicht schneller. Aber wir haben jetzt trotzdem natürlich sehr schnell immer unsere stündlichen Abrechnungen mit Lohn. Logisch, das ist ja das Problem an der Geschichte. Das ist das, warum man ja einfach mit Helfer nicht vorspult. Aber ich glaube, es sind momentan nicht so wirklich riesige Summen. Und ich glaube, das war genau der Moment, auf den wir gewartet haben. Wir gucken und ja, sauber. Wir haben die anderen Sachen reif und so soll es sein. Jetzt können wir also in super Ruhe weiterarbeiten. So, gucken. Sind es dem? Da wollen wir drin sein. Wunderbar. Den fahren wir an. Wir drehen und können uns auf den Weg machen, weil das ist auch alles reif. So soll es sein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir die 20 auch pflügen müssen gleich. So. Eins, was ich jetzt noch nicht gemacht habe, das gestehe ich zu, ich habe mich jetzt noch nicht um einen weiteren Traktor bemüht. Da muss ich dann echt noch mal gucken, ob ich da noch eine schöne Mod oder was Schönes nehme. Wir wollen natürlich nicht überall das gleiche fahren haben, das ist klar. So. Aber ihr seht selber, ne, wir haben eins, zwei Traktoren, die hier auf dem Feld sind, einen dritten da und das war's. Ne? Also keinen weiteren Traktor am Start. Wir natürlich machen könnten, ist, wir könnten irgendwann mal auf dem LKW vielleicht umgehen, schönen Ami-Truck oder sowas. Müssen wir einfach mal gucken. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, was ich jetzt hier. Aber ich glaube, an Traktoren hatte ich jetzt hier noch nichts weiter dazu genommen. Ich gucke sie jetzt aber nochmal, ob ich schon was reingesetzt hatte. Das sind die Big Butt Jungs. Aber dafür sind einfach die Umgebung hier zu klein. Ja, das sind die drei, die wir drin haben. 190 PS ist nicht wirklich so der Traum. Und den T7, den haben wir in der Forstwirtschaft schon laufen zwischenzeitlich. Ich wusste noch nicht, wer den zuerst kriegt, aber so sieht's aus. So, und bei LKW haben wir auch keine Mods drin. Da müsste ich dann mal gucken, was es da noch so Schönes gibt. So. Ja, der ist das zum Beispiel, der Kipper nachher, der für den der Transporter, der als Kühltransporter, glaube ich, gedacht ist. Hier haben wir noch einen mit 41.000 Liter. Auch noch nicht ausprobiert. So, okay. Ja, Traktor, da müssen wir echt mal gucken. Oder, klar, man könnte natürlich auch. Warum soll es immer Mod sein? Ich habe die Originaltraktoren mir noch gar nicht genau angeguckt. Aber ich glaube, wenn wir in einer vernünftigen Leistungsklasse gehen wollen, dann müssen wir auch richtig Geld auf den Tisch legen. Ne? Das ist der Punkt. Schön Deutz oder sowas, aber selbst wenn wir jetzt hier in die größte PS-Klasse gehen, Puma, großen Steyr, Optimum in großen Deutz, seht ihr selber schon, das geht in, ne?
Ist also kein Wunder, dass Leute mal mit Mods spielen. Ne? Dadurch kommt es halt zustande, das Ganze. Klar sind die Preise nicht realistisch, das gestehe ich zu, aber das besteht ja auch nicht nur aus Realismus hier, das Spiel. So. Ja, den kann ich jetzt natürlich erstmal ein bisschen zur Seite fahren noch. Damit er dem Guten da vorne gleich nicht im Weg ist. Könnte natürlich jetzt einfach mal hier hinfahren und dann mal gucken, ob ich nicht schon. Das Problem ist, wenn ich die Seemaschine hier hole, dann starte ich noch mit der Seemaschine und das ist natürlich dann nicht so gut, weil das werde ich nicht durchziehen können. Ne? Wir werden jetzt auf jeden Fall mal gucken, ob wir das nächste auch pflügen müssen, sprich, ob die 20 auch gepflügt werden muss. Wenn es nicht muss, haben wir da gleich einen Traktor über, mit dem wir das Ganze dann machen können. Ich werde derzeit mal jetzt gucken, was wir so noch bei Tier und Co. am Laufen haben. Das sieht erschreckenderweise alles gut aus. Hier das Kraftfutter wird ein bisschen wenig. Aber wenn ich das Kraftfutter auffülle, dann füllt auch das auf. Also ich muss halt dann alles auffüllen. Das heißt, wir müssen. Wenn ich jetzt einen Traktor frei hätte, wäre ich jetzt zum Beispiel einmal rum und hätte Wasser rumgebracht, zum Beispiel. Da hätte ich Stroh rumgebracht, Gras und dann hätte ich hier zum Beispiel das Kraftfutter aufgefüllt. Auch hier Kartoffeln, Zuckerrüben können wir auch direkt füllen, aber es sind nur ein paar Liter. Ihr seht selber, der Balken ist schon hier auf 80%. Das heißt, da hätte ich jetzt vielleicht 300 Liter, könnte ich da vielleicht reinkippen oder so mit Glück. Mehr ist es halt einfach nicht, ne? Das heißt, ein sehr kleiner Anteil daran. Aber so läuft das halt. So, der Drescher da ist bei 82%. Hier geht grob die Vermutung, dass er die Bahn und den Rest auch noch schafft. Das heißt, ich werde ihn jetzt hier rüberfahren. Ne, falsch. Ich werde ihn hier rüberfahren. Sagt ihr, was mache ich da für einen Blödsinn? Ja, ich werde gleich mit ihm hier hinten hinfahren. Was aber daran liegt, dass hier vorne der Schneidwagen ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich den Schneidwagen hier jetzt benutzen werde. Weil ich müsste eigentlich nur einmal hier die Straße überqueren und das wäre Quatsch mit dem Schneidwagen. So, da stelle ich ihn jetzt einmal hin. Dann springen wir mal hier rein. Der wird jetzt hier wie wild im Nichts wenden. Oh, er zieht richtig rum einmal. Okay. Dann wird es den kleinen Streifen hier noch mitnehmen, würde ich sagen. Hat der Flug auf jeden Fall dann hier freie Fahrt. Den tanken wir dann gleich ab und setzen wir neu an. 98%. Ich hoffe, dass das klappt. Das ist echt nur der ganz, 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 ganz kleine Streifen hier. Sieht selber, es sind einzelne, die da hochzählen. Das hätte man fast doch einfach überfliegen lassen können. Aber so ist das halt. So. Ja, schwarz läuft. So, und jetzt dürfte er fertig sein. Ja, da haben wir ihn noch erwischt. Wir werden mal seine komische Beleuchtung ausmachen. Ich werde das Rohr schon rausholen. Komisch ist die Beleuchtung natürlich nicht, ne? Halt einfach die Füllwarnung bei 80%. Ja, bewege das Rohr über den Hänger. Da sind wir auf dem Weg hin. Das werden wir auch machen. Und der ist auch schon zu 43% gefüllt. Das andere Feld ist größer. Deswegen gehe ich jetzt davon aus, wenn wir ihn jetzt hier hinfahren. Gott, ich habe mir den Schneidwerk so schön vorgeschmiert. Ich wundere mich über Lackschäden. Ich glaube, wenn ich diesmal nochmal Probleme habe mit dem Hänger, den nimmt der Händler mir nicht mehr zurück. Ey. Wenn er beim Joshkin nicht mehr das Joshkin lesen kann, weil es Lack ab ist, das ist natürlich nicht so schön. So, wir pumpen ihn mal leer. Ihr seht selber vom Füllstand oben ist jetzt zwar knapp über die Hälfte.
Also hat jetzt gerade mal ja, so 20% ungefähr da reingehauen. Das heißt, wir kriegen mindestens noch eine komplette Ladung da rein. Das werden wir natürlich dann auch nutzen. Ich werde natürlich jetzt hier einmal durchs Grünzeug fahren. Das werden wir verziehen. So, ja. Hier schön auf dem Streifen lang. Und dann wird es jetzt spannend. Ja, ich fange jetzt hinten an. Weil ich muss ja hier auch wieder zum Wagen zurück. Und wenn wir jetzt die Hintenrumtour machen sozusagen. Wollen wir mal schauen, was hier so geht. Wow, anfahren ist heute anscheinend nicht so mein Ding, oder? Fahren wie der letzte Mensch hier gerade. Wechsel, Rückwärtsgang und Vorwärtsgang, ist auch schön. So, dann wollen wir mal loslegen lassen. Und dann werden wir gleich voller Spannung auf die Karte gucken, ob sich da ein roter Streifen bildet. Wenn ja, dann wissen wir, dass der Flug hier auch noch rüber muss. Und dann wissen wir, dass ich auf jeden Fall vor der nächsten Folge nochmal ins Repertoire der Mods gucken sollte für einen schönen Traktor, den wir uns noch dazu holen. Dann müssen wir auf jeden Fall, ne? Wir haben jetzt einen Abfahrer, wir haben zwei Sämaschinen, die wir laufen lassen könnten jetzt. Tun wir aber nicht, weil die eine läuft noch. Der andere ist, kommt der Geschichte wahrscheinlich nicht hinterher, er flügt. Die ist gleich fertig. Ist das gleich, ein paar Bahnen hat sie noch. Aber die soll in dem Sinne ja auch auf der 6 dann gleich weitermachen. Und da auch den Mais draufhauen. Wenn unsere Maschine da drüben fährt. So ein weiterer Traktor halte ich schon echt für sinnvoll. So, dann holen wir mal die Karte raus. Wir scrollen auf die 20 ran. Und? Da ist das Flügenzeichen. Ah, Schmerzen. Nein, aber es war zu erwarten, ne? Es war einfach zu erwarten. Ja, die erste Bahn ist gemacht. 4000 Liter hat er drin. Das ist, also wird nicht mal 2,5 Bahnen machen. Was sehr schön, ne, was nicht sehr schön ist, weil wir müssen nur so Frucht rausdrücken. Okay. Das ist ja nicht so wirklich schön. Gut, wir geben jetzt mal mit der Kiste hier ein bisschen Gas. So viel man Gas geben kann mit 30.000 Liter drin. Hoppeln hier ein bisschen durch die Landschaft. Wir werden jetzt möglichst schnell rumfahren, um ihn noch ein bisschen was rauszuzapfen, dass er beim nächsten vollständigen Stopp das Rohr nicht in der Frucht hat. Gott, war ich hier scheiße. Das weiß ich noch in die Frucht nicht kommen. Na los, Rohr raus hier, mein Freund. Wir wollen dir noch ein paar Liter klauen vorher. Bevor es in den Bach runtergeht. Hau raus, das Zeug. Haben wir sogar leer gemacht, okay. Auch was Feines, dann kann ich jetzt noch ein bisschen eine Runde fahren. Und wir sind eh bald voll mit ihm. So, ja, wie sieht's denn hier aus? Ja, Flügen geht hier munter, das ist schon okay. Der ist in seinen letzten Zügen hier. Wir können natürlich gleich einmal ihn nehmen und
und damit die andere Sämaschine laufen lassen, können die rüberstellen. Ja, der Gruber steht da ja auch schon, dass er das, was passieren muss auf der 6. Und wir wollen ja Meister pflanzen. Und wir wissen nicht, ob da der Flug vorüber muss. Und dann kann ich natürlich jetzt mit der hier die andere Sämaschine dann schon zu Feld 1 bringen. Weil die grubbert selbst. Und dann schauen wir einfach mal. Von den Beständen her sieht es ja so aus, als wenn wir Sonnenblume noch an Bord haben. Mais machen wir jetzt als nächstes. Getreide haben wir gerade gemacht. Das heißt, es läuft jetzt echt auf Soja und auf Raps aus, das Ganze. Lass mal kurz gucken. Indem wir hier einmal durchskippen. So. Von den Produktionen, wie es halt aussieht. Ich glaube, die hier ist bereits aus. Ja, hier passiert gar nichts. Und in der Produktion hier. Da haben wir noch knapp 10.000 Liter drin, okay. Okay, okay, okay. Ja, von den Feldern selber haben wir noch. Ne, wenn wir das hier Mais machen, dann ist es halt die Frage, was wir mit den anderen beiden machen. Ich tippe auf Raps und Soja, klar. Aber was in welcher Menge? Schwierig, schwierig. Ich glaube, ich werde Soja auf die 2 machen und Raps drüben machen. Aber wir sind schon wieder am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Würde mich natürlich auch über ein Like, ein Share, über ein Abo, über alles freuen, wenn ihr sagt, das ist das Richtige für euch. Und dann sage ich vielen Dank und bis zum nächsten Mal.